Bitte alle die Plätze einnehmen, der Zug fährt um. Meine lieben Gäste, auch im Namen meiner lieben Erika darf ich mich heute dafür bedanken, dass ihr unserer Einladung 140 Jahre Erika und Hans gefolgt seid, um mit uns zu feiern. Wir erwarten von euch als schönstes und wertvollstes Geschenk gute Laune und viel Frohsinn und hoffe, dass wir gemeinsam ein paar schöne Stunden erleben werden, an die wir uns gerne zurückerinnern. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön und Prost auf unsere Gesundheit. Prost. Heute am 22. Mai, ganz in der Früh, hörte ich ein Gezwitscher. Ich weiß nicht wie, und dann plötzlich hab's ich begriffen, die Spatzen haben es ganz laut in den Dächern gepfiffen. Das bei euch vergangene Nacht, sich die 7, hat an erste Stelle gemacht. Freut euch über die 70, diese runde Zahl, habt noch die Chance auf die 100 allemal. Hättet ihr die 70 nicht erreicht, dann könntet ihr traurig sein und wir, denn statt zum Feiern, sie sind ja nicht hier, sondern daheim. Heute zu eurer Feier kamen viele Gäste an, mit Auto, vielleicht mit der Bahn, und sagen euch, wie froh man ist heute, dass ihr noch so gesund und munter seid. Man beglückwünscht euch, spricht ein Gedicht, drückt euch ein Küsschen ins Gesicht, man hebt das Glas voll prickelnden Saft der Reben und ruft euch zu, hoch sollt sie leben. Das ist der Moment, auf den man sich freut, doch vorher kommt die lange Zeit, in der man plant, organisiert und Geld und Mühe investiert. Viel Arbeit habt ihr wohl gehabt und euch gewünscht, dass alles klappt. Der große Tag ist nun eher da, bestimmt wird alles wunderbar. Drum freut euch an diesem Geburtstagsfeste, genießt die Achtung eurer Gäste und wenn 10 Jahre sind vorüber, dann sagt Bescheid, wir kommen wieder. Bleibt gesund, dass ihr noch lange könnt, euer Leben genießen und darauf lasst uns anstoßen und das wollen wir begießen. Zu dem 70er wünschen euch nun alle Gäste Gesundheit und nur das Allerbeste. Danke. Sie sind gut am Schauen, dass alle ein bisschen was zum Essen haben, was super, was zu trinken, was sehen. Nein, es wird gleich und bloß nicht mehr benannt. Darum haben wir uns gedacht, dass im Hofer wir für heute ein toller Festlokal gemacht. Da können wir besser gratulieren und die Jubilare können unsere Laune besser spielen. Alles Gute und Prost. Es ist ein Fehler in dem Lokal. Das gehört der Oma, Oma ist nach dem Linie. Nein, wenn wir uns suchen, wir ein paar Fugaten wollen. Ja, trotzdem ein Leben, wenn wir so viel sind. Und dann zum Beispiel, wir brauchen doch dann ganz gerne. Ich muss
Ha ha ha.